Achtung, Achtung, jetzt, jetzt, ja, und oh, bam! Also nein, stopp, so können wir das hier nicht stehen lassen. Moment, da muss ich kurz nachhelfen. Und ja, so ist besser. Ein herzerfrischendes Moin Moin, Hallöchen, wieder willkommen zurück zu World of Warcraft Let's Play hier mit Manak Stufe 80. Da 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 da. Wir sind hier frisch in Orgrimmar eingereist und stehen jetzt hier vor dem Schafseher, zu dem wir hin müssen. Ich habe mir vorher angeguckt, was das Fliegen kostet. Also ich müsste insgesamt, glaube ich, 8000 Gold bezahlen. Ich habe aktuell 2893. Auf dem kompletten Server habe ich verteilt 6675. Es wird also knapp. Was brauchst du? Das kommt davon, wenn man nicht so aktiv WoW spielt. Okay, Quest beenden. Dann jetzt. Schafseher Krogger will, dass ihr in die Wasser der Weisheit schaut. Seid sicher. Machen wir doch glatt. Die sind da. Gleich mal Screenshot machen. Bürger von Azeroth, hört mich an. Unsere Welt stöhnt vor Schmerzen. Sie ist belagert von einem Feind, der über unaussprechliche Macht verfügt. Während das Land aufbricht und zerfällt, müssen die Gräben, die die Völker trennen, überwunden werden. Denn keine Seite kann alleine gegen die Bedrohung bestehen. Schließt euch mir an. Werft eure Vorurteile über Bord. Gemeinsam überwinden wir die Spaltung Azeroths und seiner Völker. Ja. Kommt demnächst. So. In die Wasser geguckt. Abgeben. Das war übrigens gerade Thrall, der da auf dem Felsen stand und da mit der Hand so rumwedelte. Und die Ork-Dame neben dem Flugtier, das war seine, ich weiß gar nicht, sind die zu dem Zeitpunkt schon verheiratet oder nicht? Jedenfalls ist es seine Lebenspartnerin, sag ich mal so. Die beiden werden auch... Ja, so, so viel sei gesagt. Meldet euch bei Kommandant Thorak in der Messerbucht in Durotar. Möchte ich eigentlich gar nicht. Nee, möchte ich eigentlich gar nicht, weil pass auf, ich wollte nämlich hier Sprecht mit Szenario abgesandtem Schwarzruf, um auf die Mondlichtung zu reisen. Okay. Das muss ich kurz aber überlegen. Wo war der Typ nochmal? Weil hier, in die Tiefe. Der schickt uns nämlich jetzt hier mit der Quest in die Tiefe nach Vashir, aber da will ich gar nicht hin. Ich will da ja gar nicht hin. Deswegen muss ich jetzt mal kurz überlegen, wo war der Abgesandte? Also pass auf der Allianz-Seite ist der Abgesandte in dem Burg, also im Burggarten. Das ist ein Nachtelf, beziehungsweise eine Nachtelfendame. Und die steht... Das muss ich mir mal kurz überlegen. Der Abgesandte. Kann das vielleicht sein, dass der Abgesandte... nicht in Orgrimmar steht, sondern sag mal schnell hier, in Donnerfels. Es gab irgendwo einen, der stand wirklich, also pass auf Allianzer Seite war es ein Nachtelf, muss aber nicht unbedingt, was heißt, muss nicht unbedingt sein, dass es eben halt jetzt hier auch ein Nachtelf ist, sondern kann auch sein, dass es ein Taucher ist oder so. Ich frag mich gerade, wo der steht. Ich guck mal eben. Ich google mich mal eben fix schlau. Moment, das geht gleich los. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch so lange weiter. Sieht ganz gut aus. So, wir suchen den... wir machen mal... Auf Befehl des Kriegshäuptlings Hyjal. Guck mal, da haben wir es auch schon. So, wir suchen... Wir suchen diese Quests. Silbermond Orgrimmar. Okay. Das sind die Schwarzbretter. Die schwarzen Bretter. Da will ich gar nicht hin. Da mal kurz zurück. Wir klicken da mal drauf und dann gucken wir mal hier und
Nee, das ist nicht das, was ich suche. Moment, ich mach mal kurz ein kleines Päuschen, es geht sofort weiter. Mahlzeit, willkommen zurück. Teil 2 von Episode, ich habe keinen Plan. So, hier, da ist der Kollege. Den habe ich gesucht. Den Szenarios abgesandten Schwarzhuf. Richtig, und hier ist das Portal. Also sprich, den Kollegen hier anschnacken. Und dann geht's nämlich, könntet ihr mich bitte zur Mondlichtung schicken, Abgesandter? Jop, das kann er nämlich machen. Und zwar jetzt gibt's nämlich direkt ein Ladebild. Und zack, sind wir da. So, dann schnacken wir hier mit der Botschafterin. Ja, sein Quest beenden. Fliegt mit Aronos zum Hyal und sprecht mit Isera, sobald ihr angekommen seid. Jawohl. So, Aronos ist der Drache hier, beziehungsweise die Drachen, oder keine Ahnung, ob es jetzt Männlein oder Weiblein ist. Wir steigen vorher ab und springen jetzt auf sie drauf. Und bitteschön. Achso, und ich deaktiviere übrigens mal hier das, das Spielhub. Pass auf. So, ich mache jetzt einfach mal so. Das hier ist echt einmalig, sobald er die ganzen Details geladen hat. Hust, hust. Nein, das kann nicht sein. Unser Außenposten wurde vernichtet. Ist es zu spät? Ich kann Todesschwinge in der Nähe spüren. Das Feuer wird euch leiten! Der Feuerfürst ist auferstanden. Wir müssen die anderen warnen. Beeilung! Und wir sind da. Tralali und tralala. Ja. Gleich mal eben kurz. Können wir hier... Können wir fliegen? Ich glaube nämlich nicht, ne? Oh, wir können fliegen. Geil. Okay, ich nehme es zurück. Ich habe nichts gesagt. So. Trotzdem den Typen mal eben kurz hier anquatschen. Dann hier die Quest schon mal annehmen. So. Dann hier rein spaziert. Hier geht es übrigens Portal nach Sturmwind. Hier links, also rechts Portal nach Sturmwind. Links Portal nach Orgrimma. Schluck. Schluck. So, schützt, ja, Hyale Flammen. So, sprecht mit Malfurion und Sturmgrimm im friedvollen Hain auf dem Hyal. Ich glaube, die sagt doch gleich noch was, oder? Der Traum gewährt uns Schutz. Der Traum gewährt uns Hoffnung. Nö. Gut, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass sie noch was erzählt, aber tut sie offensichtlich nicht. So, gehen wir kurz zum Rüstmeister hier, ne? Weil Rüstmeister hat nämlich meistens schon was Schönes dabei. Aber auch nur meistens. Nicht immer. Klicken wir uns mal hier so ein bisschen durch den Katalog durch. Ja, das sind alle schöne Attribute, keine Frage, aber wenn hier, guck mal, wenn hier zum Beispiel steht, ich weiß gar nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt. Da steht hier überall plus Rüstung, plus Stärke, plus Ausdauer, plus kritische Trefferwertung, plus Meisterschaft, alles super. Aber minus 17 Ausweichen, das gefällt mir ganz und gar nicht. Das finde ich doof. Deswegen, so Krieger, Schutz,
Dann machen wir es am besten so. Wieder ausweichen, ausweichen. Nee, so richtig schöne Sachen hat der hier, hat sie nicht. Ausweichen, minus. Ausweichen, ausweichen, weg. Ausweichen, ausweichen. Oh, das sind doch alles die Dela-Sachen, Mann. Oh, was, achso, ja, kritische Trefferwertung, Ausdauer. Ja, das ist, das hat was. Wenn die Schaden verursacht, besteht eine Chance, dass Ausweichen 15 Sekunden lang um 133 erhöht wird. Ah, guck mal hier, den können wir mitnehmen. Den nehmen wir mit. Die würde ich sogar gleich zweimal mitnehmen. Aber warte mal, gegen wen tausche ich den dann am besten aus? Gegen den Grün. Gegen den Stern. Der da. So. Was haben wir denn noch Schönes? Nein. Okay. Nein. Mögen euch die Sterne leiten. Ja, möge dich was anderes leiten. So, okay. Und zumachen. Und zumachen. So, was haben wir noch? Rüstmeister des Wächter des Filial. Ja, da können wir nicht viel machen, weil wir nämlich hier keinen Ruf haben. Seht euch ruhig um. Und hier können wir auch nicht viel starten. Deswegen, ach verdammt, das habe ich vergessen. Ruhestein in Okrima zu setzen. Ist egal, komm, das passt. So, jetzt starten wir mal. Machen hier die ersten Quests in Kataklysmen. Indem wir kurz die Elementare kloppen. Und dann uns um so kleine Blümchen kümmern müssen, um so kleine Bärensträucher. Ding, 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 ding. Und Quest beendet. Tada! So. Und zwar folgendes. Einmal hier die Sträucher einsammeln. Ich glaube, wir brauchen 4 an der Zahl. Genau. Und dann müssen wir mit diesen Sträuchern, die wir jetzt eingesammelt haben. Hier waren noch gerade eben welche. Mit, die müssen wir dann auf die kleinen Fliegetiere hier. Wie heißen die? Wo sind sie? Hier war gerade eben einer. Nochmal ein Strauch. So, 3 Stück. Einer noch, dann ist gut. Hier. Die hier rumfliegen. Da ist auch noch ein Strauch. Wunderbar, den nehmen wir auch gleich noch mit. Dann kann ich das nämlich jetzt schon mal demonstrieren. So, zack. Genau, einen von diesen Feendrachen. Entschuldigung, richtig. So, drauf anwenden. So, wir Böse jetzt finden folgen. Ganz entspannt, fliegt ganz entspannt. Hier drüben, Manak. Das ist zu weit entfernt. Er hat mich entdeckt. Zeit zu sterben. Jawohl, Zeit zu sterben. Du stirbst und ich lebe weiter. Siehst du? So, das müssen wir jetzt 4-mal durchziehen. Das heißt jetzt also quasi die nächsten Drachen suchen. Den ihn dann mit der Beere füttern, mit den Bären füttern. Und dann auf den nächsten Zwielichtzünder einprügeln. So, wir Böse jetzt finden folgen. Ich sehe einen bösen Feuerelementar, Felselementar. Ich töte kurz Felselementar und dann wir gucken nach Böse. So, wir müssen jetzt kämpfen, Manak. Ja, wo denn? Wo kommt er denn? Ach so, da ist er. Und da war er. Er kam, sah und fiel. So. Dann den dritten. Feendrache. Feendrache. Miep, Ork ist gut Freund. Guter Freund, jetzt folgen. Wir finden den Eindringling. Hihihi. Ich bin... Hier drüben, ihr müsst aufhalten. Ja, Sekunde. Geht gleich los. So, jetzt kann er kommen. Da ist er schon. Perfekte Mente. So, 3 von 4. Jetzt der letzte. Wir Bösen jetzt finden. Folgen.
bösen Elementardrachen, Drachen, Felselementar schon da. So, wir finden den Bösen schnell. Ja, wir finden den Bösen, ich fertig. Und einmal die Null und weg ist er. So, damit hätten wir jetzt die Quests schon mal fertig. Abheben und rüberfliegen, beziehungsweise zurückfliegen. Und dann die Quests abgeben. Quest beenden. Kriegen wir irgendwas Schönes? Nein. Annehmen. Kriegen wir hier irgendwas Schönes? Nein. Ah, 11. Ja, nehmen wir hier den 11er mit. Ne, das ist der 8er. Der 11er. Mögen euch die Sterne leiten. So, und dann müssen wir Lager der Eindringlinge verbrannt. Ja. Mal kurz die Karte öffnen. Also pass auf, so sieht das Land des Hyals aus. Mach ich mal kurz groß. Also hier, wir sind am großen Baum. Da müssen wir kurz hin. Und hier können wir schon die erste Quest abgeben bei wer war das noch? Malfurion Sturmgrimm, genau. Zu dem müssen wir dann gleich noch. Und da hinten haben wir Erz. Kann ich das schon abbauen? Jo, kann ich abbauen. Gibt auch immer gut EP. Pass auf. 2400 EP. Geil. Bergbau jetzt auf 390. Alles klar. So, Kollegas, ich bin da. Und ihr gleich nehme ich nicht mehr. Siehste? Schon Zeit zu weg. Und fertig und wieder zurück. Das hätten die eigentlich auch mal eben selber machen können. Eigentlich. So. 11, 19. Jo, die 19 nehmen wir mit. So. Sehr gut. Dann jetzt hier nochmal eben fix reparieren. Rüstmeister. Ja, Friede sei auch mit euch. Der kommt dahin. Benutzen. Wandelt 10 Nuggets zu Erz. Gut, wir haben 14. Dann können wir das mal ganz kurz machen. Fup. So. Und dann kann ich auch jetzt hier schon wieder Feierabend machen. Das müssten jetzt, glaube ich, nämlich 18 Minuten sein, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht plus minus paar Sekunden, ich habe keine Ahnung. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zugucken. Wir sind jetzt in Kataklysm angekommen. Yippie-yay, Schweinebacke. Und schlagen uns dann hier in den nächsten Folgen dann weiter durch den Hyal. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Bleibt mir erhalten, bleibt gesonnen, bleibt wie ihr seid und... Ja, habt viel Spaß. Tschüss.